Sind Sie da im ersten Obergeschoss? Das ist da, wo wir eben gerade waren, ne? Wo wir gestartet sind, die Etage? Glaube ich zumindest. Ich weiß, wir kommen auch noch irgendwie aufs Dach, aber das müssen wir, glaube ich, erst freischalten. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Es gibt keinen Strom. Wir sind ganz woanders jetzt hier. Wir gehen einfach mal hier in dieses Zimmer. Der einen Notiz konnten wir ja auch entnehmen, dass es keinen Sinn macht, sich vor Leechman zu verstecken, weil er einen findet. Und das stimmt auch. Ich habe das mal versucht. Das ist total nach hinten losgegangen. So, Schalter umlegen. Ja. Jetzt können wir die Rollläden öffnen. Hier ist Munition, ne? Ja. Die brauchen wir. Und hier brennt es. Nee, 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 nee. Ich bin nicht so doof, dass ich da ins Feuer renne. Aber. Aber. Ach nee, das war ein anderer Level, wo man dann hier hochklettern konnte. Ich glaube, der Leechman kommt hier nicht. Deswegen mache ich einfach mal die Chemikaliencode-Notiz. Hier sind die Reagenzien für heute. Wie üblich beschrifte ich die Etiketten nur provisorisch. Ersetzen Sie den Namen bitte durch die richtigen Codes und bewahren Sie sie im Schrank B6 auf. Provisorischer Name und Code. Cyan ist C4041. Esmeralda. Ach, mein Gott, das kann ich mir doch eh nicht merken. Das ist eine Hälfte eines Rätselcodes, den wir finden müssen, um, ich glaube, im Aufzug weitere Ziele freizuschalten. Ist er das? Das ist er, ne? Igitt. Was ist er? Was macht er da? Was macht es da? So, Rollladen hoch. Er kommt, 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 er kommt. Mensch, 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 geht durch die Tür. Eingangs. Oh nein, Eingangshalle. Ich erinnere mich vage, dass in der Eingangshalle ein bestimmter Gegnertyp auf uns wartet. Und wenn er noch nicht hier ist, dann spawnt er hier gleich. Bei uns geht's noch gut und unsere Gefährten sind nicht in der Nähe. Da wäre zur Not ein Kraut. Wie viel haben wir denn schon? 17%. Wahnsinn. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wo müssen wir lang? So, auf jeden Fall öffnen wir hier mal den Rollschalter. Kommt vielleicht noch der Gegner. Jetzt sind wir im zentralen Warteraum. Ja, dieses Krankenhaus ist so ein bisschen unübersichtlich und man hat von Anfang an relativ viele Wege, die man gehen kann. Anders als im letzten Szenario, das ja doch recht linear war. Er ist schon da. Da ist der Gegner, den ich meinte. Da ist der Gegner, den ich meinte. Ich fliehe einfach mal hier rein. Boah, scheiß Leechman! Den müssen wir loswerden, so schnell wie möglich. Ich glaube, dazu müssen wir in den Keller, um da irgendeinen Zugangscode oder sowas zu holen, mit dem wir dann. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Guter Schuss. Ich erledige das mal kurz. Ich erledige das mal kurz. So. Jetzt treffen wir auch. Wo ist die C? Gott sei Dank haben wir die Munition. Der Zombie, den man da noch. Schlüsselkarte Stufe 1. Ich habe natürlich meine Pistole dafür weggelegt. Nein, 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 nein. Sie haben Pistole. Ja, im Zweifelsfall lasse ich die Heilung jetzt einfach mal spontan hier. So. Schlüsselkarte 1, die brauchen wir jetzt irgendwo im Keller. Muss ich aber erstmal dahin finden. Oh, dieses Röntgenbild da, das irritiert total. So, ich gucke erstmal hier lang. Er kann ja hier anscheinend nichts spawnen. Natürlich ist da ein Lüftungsschacht. Das sehe ich doch von hier. Dass er da noch nicht durchgekommen ist, überrascht mich. So, wir gehen erstmal hier lang. Ich muss mich hier absolut orientieren. Also ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich weiß nur nicht, wo das ist.
Also suchen wir die Räume der Reihe nach ab und hoffen, dass uns der Timer nicht ausläuft oder unsere Lebensenergie alle geht. Hier könnte ich speichern, aber das wäre zu diesem Zeitpunkt noch dämlich. Ein Blutstiller. Ja, blöd, dass wir so wenig Platz im Inventar haben. Die Stelle merke ich mir auf jeden Fall zum Speichern. Denn der Leechman ist nicht der einzige Bosscharakter, mit dem wir es in diesem Szenario zu tun kriegen. Ich habe sogar mal einen Glitch gehabt, wo der eigentliche Boss des Szenarios mein meinen Gefährten im Bosskampf getötet hat. Der ist dann zu einem Leechman geworden und dann sind sie alle despawned. Und dann konnte ich das Szenario nicht beenden, weil der Boss nicht getötet werden konnte. Das war schon irgendwie doof. Für ein Krankenhaus sieht es ziemlich unhygienisch aus, da hat er recht. Da ist hier hinten irgendwas. Ich suche jetzt bestimmt nicht alle Spinde. Das ist mir noch zu unsicher. Das kann ich machen, wenn der Leechman tot ist. Denn ich habe das Lüftungsgitter sehr wohl gesehen. Wir spielen übrigens wieder auf leicht. Ihr wisst ja warum. Das sagte ich ja schon. Wo bin ich denn jetzt? So, jetzt müssen wir hier durch diese Tür und dann gucken wir da hinten, was in dem anderen Raum noch drin ist. Wo sind Cindy und Jim? Die leben auf jeden Fall beide noch, denn sonst hätten wir schon eine Sequenz gesehen, in der sich einer von den beiden in einen Leechman verwandelt. Große Frage also, wo sind denn die? Jetzt muss ich mich orientieren. Rechts rum. Ja. Ah, da wo Cindy gerade rausgekommen ist, da wollen wir jetzt rein. Das ist ja praktisch. Ins Büro. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ach, die Ladezeiten, Leute. Das geht gar nicht. Ach ja, hier gibt's Egel und einen Egelmann. Au, nein! So, hier kurz. Aua! Die lese ich jetzt mit... Nein, aua. Scheiß Egel. Boah. Ich lese diesen Text bestimmt nicht, während der Leechman neben mir steht. Diese Egel sind zum Kotzen. Die sind viel schlimmer als die Mottenlarven aus dem letzten Szenario. Und können auch richtig böse... Warum ist denn die Waffe nicht ausgerüstet? Nein! Ja, du. So. Jetzt könnte ich aber schon mal ein bisschen Heilung gebrauchen. Was ist das hier? Ein blaues Kraut. Ne, daneben liegt doch... Liegt da nicht Munition daneben? Stirb! Also wenn man das richtig timen kann... So, dann ist dieser Ansturm gar nicht so verkehrt. So, liegt hier vielleicht irgendwo ein Kraut. Hier blinzen und blinken auf jeden Fall überall Sachen. Ein Virusgegenmittel groß, das klingt doch schon mal gut. Das werfen wir jetzt einfach mal ein. So. Und nehmen natürlich den Blutbeutel wieder mit. Den brauchen wir nämlich, um den Leechman dann in die Falle zu locken, die ihnen das Leben kosten wird. Also es gibt mehrere Blutbeutel und man kann die auch nutzen, um den Leechman so ein bisschen abzulenken von sich selber. Ich glaube, hiermit können wir, mit diesem Aufzug können wir, glaube ich, andere Orte erreichen als mit dem anderen. Genau, wir können ins dritte Obergeschoss. Das ist, glaube ich, das Dach. Aber wir müssen dann in den Keller, um unseren Gegner wirklich loszuwerden, das weiß ich noch. Also es gibt mehrere Blutpakete, man kann die nutzen, um den Gegner abzulenken. Aber es empfiehlt sich, eins aufzuheben, es ist nicht das Dach. Hier haben wir gestartet. Ich will hier wieder weg. Ich will jetzt in den Keller, bitte. Und wo sind Jim und Cindy? Warum sind die nicht bei mir, die blöden Blödköppe?
Ich fühle mich so verwundbar alleine. Hilfe. Ich höre da schon wieder was. So. Wow. Ruheraum. Ich habe Angst. So, was können wir hier im Ruheraum machen? Wir könnten speichern, aber warum sollte ich speichern, solange der Leechman noch lebt? Solange habe ich ja gar nichts erreicht. Ist hier überhaupt irgendwas? Ein Leichensack, den öffne ich lieber nicht. Ich frage mich, ob das der Leichensack ist, von dem in der Notiz die Rede war. Nein, nicht da rein, nicht da rein! So, was haben wir hier? Hier haben wir was zum Aufheben. Ach, hier, so ein Spezialitem, Haarwuchsmittel. So, was ist das hier für ein Raum? Der Aufzug-Kontrollraum, ja super. Flüssigkeitsentsorgungsraum. Wir gehen mal in den Aufzugskontrollraum. Obwohl ich nicht weiß, ob wir da so großartig viel reißen können, ohne die in zweite Hälfte der Notiz. Obwohl wir die ja vielleicht schon eingesammelt haben. Das hätte ich vielleicht zuerst prüfen sollen, vielleicht. Und vielleicht sollte ich nicht so oft vielleicht sagen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Gleich nochmal zurück. Der Raum schien ja sicher zu sein. Ist ja auch ein Ruheraum, von daher. Die Notiz, die wir eingesammelt haben, während uns die Egel und der Leechman auf die Pelle gerückt sind, da in dem Ärztezimmer. Die will ich mir jetzt erstmal angucken. Schrank B6, rote Chemikaliencode-Nummer. Plus 2345. Was soll denn der Scheiß? Ich brauche mal was zum Schreiben. Gott sei Dank habe ich ein Blatt direkt hier. Hauptsache, der Leechman taucht jetzt nicht auf. Aua, fällt mir das Blatt auch noch runter. Also, B6, rot, 2, 3, 4, 5, plus. Warum können die nicht einfach mal ganz normal den Code aufschreiben? So, was ist denn die rote Chemikalie? Was ist denn rot? Kamin ist rot, ne? Mach hier einfach mal 1, 2, 1, 0. Ich hoffe, das stimmt. Das sind dann 5, 5, 5, 3. Ein komischer Code. Könnte auch Cyan sein. Nee, Cyan. Ach Mann. Nee, rot ist Kamin. Oder? Ich werde bei sowas immer so schnell unsicher. Jetzt sag doch mal was. Ja, du, mit dir rede ich. Kannst dich auch mal beteiligen. Hier nicht immer nur zugucken. Na, zugucken kann jeder. Nee, bin schon froh, dass du da bist. Ist auch so ein bisschen moralische Unterstützung, ne? Was ist da gerade runtergefallen? War das ein Egel? Auf zu Kontrollraum. Wir müssen ins zweite Untergeschoss, soweit ich das beurteilen kann von dem, was ich von diesem Stockwerk hier jetzt sehen kann. Nicht da rein! Man sieht das auch vorher nicht, was das für Schränke sind. Und dann klettern die da einfach rein und man kann es überhaupt nicht verhindern. Das ist furchtbar. Boah, ist das denn dunkel. Da kriege ich richtig Angst. Ich will zu meiner Mami. Hier wäre ein bisschen Heilung. Und hier sind Egel. Blutegel auf dem Bedienfeld. Anfassen wäre gefährlich. Ja, ja, ich will wissen, was hier... Achso, ja, dann mach halt erst die Egel weg. Nein, du bleibst weg von mir, du bleibst... Nein, ich renne auch noch genau in ihn rein. Boah, ganz schnell raus hier. Der soll man aus dem Raum wieder rausgehen. Das ist gemein. Das ist sowas von gemein. Ein Egel. Nein, bleib weg von mir. Bleib. Der Egel kommt. Ich gehe mal schnell in den Raum zurück.
Ich weiß nicht mal, ob ich den richtigen Code habe. Aber bevor ich das Feld bedienen kann, müssen erst die Egel tot sein. Und bevor ich die Egel töte, muss der... Natürlich ist er noch da. Der Sack. Komm, wir gehen wieder, Jim. Come on.